Wie immer erstmal rechts unten das Zahnrädchen anklicken, die Geschwindigkeit hochstellen, weil ich ja so langsam rede. Ja, warum heute Eilmeldung? Weil zwei sensationelle Sendungen geschehen sind. Einmal hat jemand die Sterbezahlen von Weißrussland untersucht, soweit es sie offiziell gibt. Und wo findet ihr das? Weil das so wichtig ist, sind natürlich ist diese Sendung, ja, wo ist sie? Ja, wenn man hier mal klickt auf, ich mache mal Link in neuem Tab öffnen, auf News und Talks für Gebildete und ich gehe auf die Playlists. Ja, ich gehe mal nochmal auf die Übersicht zurück. Da sehe ich schon gleich an der zweiten Stelle die Sendung Lockdown versus kein Lockdown, Deutschland und Weißrussland. Ein Blick auf die Zahlen von Kranz TV und das haben wir dann in zwei anderen Re-Uploads doppelt, also damit es auch gegen löschungssicher ist. Ach so, haben wir das dann in den Playlists, also hier. Zum Beispiel in der Playlist 2 haben wir es Ich habe mir auch. vorgenommen, mal wieder ein Ob paar Kilo abzunehmen. an der zweiten Stelle haben wir dann Hallo, meine Lieben. Ich ein grüße euch. Re-Upload von Marc von Justen. Und in der dritten Playlist haben wir es dann auch im Anfangsbereich. Ja? Also, das ist natürlich eine Eilmeldung wert, denn die Ergebnisse nenne ich euch gleich und die Ergebnisse bestätigen alles, was wir bisher gesagt haben, nämlich dass Weißrussland wahrscheinlich das einzig Vernünftige war in der Welt, nämlich Corona total zu ignorieren und einfach so weiterzuleben wie bisher und dass dadurch der Schaden am allergeringsten ist, sozusagen. Schweden hat zwar auch dem Virus praktisch völlig freie Bahn gegeben, aber eigentlich haben sie noch zu viel sich um Corona gekümmert. Sie hätten das noch stärker ignorieren sollen. Dann die zweite Geschichte in der Playlist Nummer 3. Playlist 3. Ganz am Ende ist jetzt auch von RTL West aufgenommen worden. Da hat also RTL West jetzt, nachdem die Bild-Zeitung sich ja schon nachdenklich geäußert hatte zu Corona, hat sich auch nachdenklich geäußert. Und man merkte, dass bei diesem Journalisten von RTL West irgendwie die Zweifel an der Gefährlichkeitseinschätzung als Killervirus wohl offensichtlich irgendwo auch da sind. Schluckwasser. Ansonsten ist vieles einfach natürlich unsinnig. Ja? Wir müssen uns klar machen, dass Professor Drosten, Lauterbach und Wieler und damit der gesamte Mainstream dieser Medizinindustrie und Pharmaindustriehörigen Gesellschaft, dass der wirklich glaubt, dass wenn wir jetzt nicht aufpassen, dass wir dann immer noch jederzeit 800.000 Corona-Tote bekommen könnten. Und deswegen greifen die meisten Argumente nicht. Ja, in Schweden und in Weißrussland und in Hongkong hatte das Virus praktisch völlig freie Bahn und passiert ist nichts. Ja, denn das, was da an Todeszahlen angegeben ist, das ist verglichen mit den üblichen Todeszahlen humoristisch. Ja, also. In Weißrussland wurde angegeben, 6 von 1 Million Menschen seien an Corona gestorben. Das ist eine winzige Zahl. Ja? In Hongkong wird angegeben, die hätten angeblich auch keinen Lockdown gemacht. 7 pro 1 Million, also von 1 Million Menschen, einer riesigen Menge, seien 7 gestorben davon. Das ist kein Hinweis auf irgendein Killervirus. Ne? Das ist sozusagen, ja, und dann haben wir die Zahlen
Weißrussland hat fast so viel Bevölkerung wie Schweden, ja? Wo sind dann also bitte jetzt in Schweden die 120.000 befürchteten Corona-Toten? In Schweden sind es 5.700 statt 120.000. Und wo sind jetzt bitte schön in Weißrussland die 120.000 Corona-Toten, wo die doch das Virus, dem Virus völlig freie Bahn gegeben haben und es so total ignoriert haben wie wohl kein anderes Land der Erde, ja, und einfach sich nicht drum gekümmert haben, Fußball gespielt haben, Zuschauer und so weiter, alles ganz normal, sozusagen Paraden mit Massenzuschauern und so weiter, alles ohne jegliche Einschränkungen, ne? So, und dann, das übrigens erklärt auch, warum natürlich auch die Berichterstattung gegen Lukaschenko im Moment so negativ ist, ja, weil der muss ja abgestraft werden, weil wenn die Leute überzeugt sind, es handelt sich um ein Killer-Virus, dann erscheint denen ja der Lukaschenko wiederum verrückt, weil sie einfach natürlich auch nicht auf die Zahlen gucken, ja. Und wenn wir jetzt in Weißrussland sehen, sechs von einer Million sind gestorben und die haben nur 10 Millionen Einwohner, dann sind da also nur 60 an Corona gestorben. Ja, das ist extrem wenig. Ja, und gerade weil sie Corona ignoriert haben. Ja. Und dadurch wahrscheinlich auch nicht die Tendenz entstanden ist, so extrem viel einfach falsch, also quasi so ex die Tendenz, jeden Toten in Richtung Corona einzuordnen, wurde wahrscheinlich in Weißrussland nicht so stark ausgeprägt. Ja, ja, also das bedeutet letztendlich, Tegnell hat in Schweden ja nochmal betont, dass es eben, wie wichtig und richtig es war, die Schulen bis zur 9. Klasse inklusive völlig offen zu lassen. Ja? Und bei uns wird darüber nachgedacht, wegen jeder Kleinigkeit die Schulen wieder zu schließen. Ja? Und dabei, wie gesagt, also entscheidend ist, in Weißrussland und Schweden sterben jeden Tag bis zu 400 Menschen, also in 10 Tagen bis zu 4.000, in 100 Tagen bis zu 40.000 Menschen, in 200 Tagen, wir haben jetzt, glaube ich, mittlerweile 200 Tage Corona, in 200 Tagen wären das also bis zu 80.000 Menschen. Zwischen 60 und 80.000 Menschen sterben wohl zu den Winteratemwegserkrankungszeiten ganz normal in Schweden und in Weißrussland. Und verglichen mit den 80.000 zu erwartenden, also ganz normalen Toten, sind die 5.000 700 schwedischen Toten und die 60 weißrussischen Corona-Toten, angeblichen Corona-Toten, natürlich nur eine winzige kleine statistische Abweichung, die kaum auffällt, sozusagen. Ja? Und wenn man diese Zahlen sieht, muss man es ja als klar sehen. Ja, hoppla, die Einschätzung, dass in Deutschland uns 800.000 Tote drohen könnten, Corona-Tote, ist wohl eben eine drastische Gefährlichkeitsüberschätzung um einen Faktor 20-fach überschätzt aufwärts, ne? Also 20 bis 40 oder 50-fach oder was auch immer. Auf jeden Fall eine gewaltige Gefährlichkeitsüberschätzung, ja. Ja, und das würde jetzt bedeuten, natürlich kann man jetzt darüber sich fragen, man kann ja jetzt wieder unterstellen, dass in Weißrussland diese Zahlen nicht realistisch sind, sondern politisch daran gedreht wurde, ja, aber dann stellt sich wieder die Frage, warum gelingt es, ständig Berichte zu bringen über die gegen Lukaschenko demonstrierenden Krawallmacher, die wie bei uns die Antifa mit Gewalt
gegen die Regierung vorgeht und dabei Straftaten ohne Ende begeht. Das gelingt, jeden Tag zu zeigen mit Pose, also so, und natürlich werden die Demonstranten positiv gezeigt sozusagen, weil sie seien ja im Recht, ja und so weiter. Es wäre ja angeblich ein Wahlbetrug und so weiter, ja. Aber bitteschön, wo sind denn die massenhaften Interviews? Eben hat wieder einer gesagt, hier in einer deutschen Sendung, ja, ich habe einen im Bekanntenkreis und der hat zwei Leute in der Verwandtschaft, die an Corona gestorben seien. Ja, also es ist doch möglich, solche Informationen zu bringen. Warum ist es nicht möglich, aus Schweden und aus Weißrussland mehr als eine Zeugin zu bringen, die sozusagen gesagt hat, ja, in meinem Bekanntenkreis sind ein paar mehr Leute gestorben als im letzten oder vorletzten Jahr. Ja, davon müsste man doch jetzt Tausende in Weißrussland finden können, Tausende interviewen können. Und dann wären wir doch alle total überzeugt, wie gefährlich Corona ist. Dann würden diese ganzen Corona-Partys, dieses ganze Ignorieren der Abstandsregeln, das wäre doch sofort vorbei, wenn wir einfach Tausende an Zeugenaussagen von Weißrussen und von Schweden hören, dass dieses Jahr ganz viel mehr gestorben wird als in den Vorjahren im Bekanntenkreis. Dann hätten wir doch, würden doch alle das sofort glauben. Und ich glaube, dass diese Interviews nicht gebracht werden, weil eben in Weißrussland und in Schweden eben nicht außergewöhnlich viel gestorben wird. Ne? Und davon muss man ausgehen, denn das Interesse an solchen Interviews ist ja gewaltig und die Motivation für solche Interviews ist ja gewaltig. Ja? Von daher, und wenn dann solche Interviews nicht kommen, also ich würde sogar damit rechnen, dass dann irgendwelche Leute bezahlt werden dafür, dass sie eine Falschaussage vor der Kamera machen. Aber noch nicht einmal das geschieht. Ne? Und das spricht für mich eindeutig dafür, dass eben diese Befürchtung, 800.000 Tote in Deutschland könnten noch kommen, dass die unrealistisch ist, ne? Eine Gefährlichkeitsüberschätzung darstellt. Ja, genau. Dann hatten wir wieder eine Sendung vom ACU. Ja, da können wir ja gleich drauf eingehen. Das ist ja auch bei den Tagesthemen dann von Interesse. Wo haben wir sie denn hier? Die Tagesthemen. Bodo Schiffmann. Um ihn herum gibt es ja diesen ACU 2020 mit den Ärzten für Aufklärung. Da war eine Sendung, aber das ist eben alles leider irrelevant, ja, weil es ist alles irrelevant. Weil der Mainstream glaubt nun mal, dass diese 800.000 Toten in Deutschland, Corona-Toten angeblich in Deutschland jederzeit kommen könnten. Deswegen ja mein Tipp, immer alle Maßnahmen einhalten und trotzdem immer wieder hinweisen auf Weißrussland und Schweden, dass da eben merkwürdigerweise nicht gestorben wird, obwohl das Virus völlig freie Hand hat. Na? Ja, dann schauen wir doch mal weiter. Heute kein Tagesbild, sondern die Eilmeldung als Bild. Ja, dann wieder von Luisa Neubauer, Fridays for Future. Ich glaube, da auch wieder sozusagen die Forderungen, immer nur Forderungen und Forderungen, von denen Professor Hans-Werner Sinn sagt, sozusagen, dass die am Ende dazu führen würden, dass möglicherweise sogar auf der Welt
mehr CO2 ausgestoßen wird, wenn die Forderungen erfüllt würden, weil dann Deutschland als Kunde für Öl und Gas wegfallen würde und dann die Förderländer, die Preise würden sinken und dann würden die Förderländer mehr fördern und alles, was raus ist aus dem Boden, wird auch immer irgendwo gekauft und verbrannt. Also dadurch würde dann der CO2-Ausstoß steigen. Ja, also wie gesagt, liebe Greta, liebe Luisa, eure Wünsche können erfüllt werden, aber nur mit den Next Scientists for Future, weil die dann eben also eine Strategie haben, mit der man das machen könnte, ohne dass weltweit dann paradoxerweise mehr CO2 ausgestoßen wird. Ja? Und dass dabei die Volkswirtschaft Deutschlands nicht ruiniert wird, sondern riesig gestärkt daraus hervorgeht. Ja, ja, soweit dazu. Dann. Ja, von daher ist auch eben vieles auch bei diesen Corona-Ausschüssen total sinnlos, denn, ach so, ich habe die Zahl 800.000 genannt, eigentlich sind es eher so um die 900.000, ja, denn das, was Professor Drosten formuliert hat und Bundeskanzler Kurz, das läuft auf eine Totenerwartung so auf circa 900.000 für Deutschland raus, ja. Ja, und das muss man angreifen. Also diese Ausschüsse, die greifen, die reden über alles Mögliche. Aber sie reden nicht darüber, dass der Mainstream einfach für Deutschland jederzeit für möglich hält, 900.000 Corona-Tote jetzt noch zu bekommen. Ja? Und dass deswegen eben man über Schweden und Weißrussland ständig sprechen muss und über den Mangel an Interviews, dass dort übermäßig viel gestorben wird. Alles andere ist nicht sehr sinnvoll. Ne? Ja, dann andere Themen wie zum Beispiel Kurznachrichten. Also eine Ärztin berichtet, dass Kinder sogar also Osteoporose schon hätten, gerade weil sie Milchprodukte essen und Milchprodukte in der Summe mehr Kalzium verbrauchen, als sie liefern und dass deswegen schon Kinder über den Schulhof laufen würden und einen Knochenbruch hätten. Ne? Also sei schon möglich. Ja, und dann wird so gesagt in einer anderen Sendung, dass Übergewicht auch zur Folge hätte, dass man gegen Corona total anfällig ist. Da wurde auch über das Thema der Isssucht gesprochen. Wir haben ja schon ganz oft über die Suchtursachen, Sexualitätsunterdrückung und so weiter gesprochen. Ja, ich selbst bin jetzt den Weg gegangen des Saftfastens. Ich experimentiere einfach mal rum. Ich will jetzt mal gnadenlos auf mein richtiges Gewicht runter und habe auch schon 5 Kilo verloren. Habe begonnen also mit meiner eigenen Methode. Also ich nehme jeden Tag ein paar Tropfen Vitamin D3 K2, Leinöl ein Schlückchen und mein DHA-EPA-Algenöl für echtes Omega-3. Und Magnesium eine größere Dosis jeden Tag, weil das ja auch abführend wirkt. Weil ich habe sowas gelesen, man solle den Darm nicht zur Ruhe kommen lassen, der solle nicht einschlafen während des Fastens. Also so habe ich dann begonnen mit dem Fasten mit 3 Litern Apfelsaft von Rewe, also von deren Hausmarke, Billigmarke. Und dann, ja, und da bleiben sie aber in der Nähe der Toilette. Irgendwann geht es so richtig los und es geht wirklich alles raus. Und dann trinke ich jetzt eben also Pflaumensaft und Apfelsaft immer morgens. Also erst das Magnesiumwasser und dann noch so ein Drittel Liter Apfelsaft hinterher. Oder Pflaumensaft. Und wenn ich es gar nicht aushalte mit dem Fasten, gibt es halt ein Schlückchen Saft und mehr nicht. Ja?
Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das durchhalte. Bis jetzt fühle ich mich noch ganz gut in allem, weil durch das Malen Schlückchen Saft kann man sozusagen, angeblich ist es auch ganz sinnvoll, mal ein Schlückchen Saft zu nehmen. Also es ist so eine Art Saftfasten, würde ich sagen, was ich da mache, und bin mal gespannt, wie das weitergeht. Bis jetzt läuft das also ganz gut, ne? So. Dann Kurznachrichten. Was haben wir denn noch so alles? Ja, so hier. Immer nur die Minima der Wohlfühlstimmen der letzten Jahre gegenüberstellen. Also wir müssen uns das wie so eine Kurve vorstellen, ja? Also, ich male hier mal sozusagen. Also, die Politiker machen Wahlkampf. Dann dürften die Wohlfühlstimmen ein bisschen hochgehen, weil ja die Leute ein bisschen Hoffnung bekommen, die Politiker könnten wirklich was zum Positiven verändern. Dann ist die Wahl zu Ende und die Politiker setzen sich mit den Lobbyisten, mit den Reichen, mit den Firmen zusammen und machen dann Politik, die am Ende auch sehr viel mit den Firmen zu tun hat und nicht mehr so viel mit den Wünschen der Bürger. Und dann geht es, die Wohlfühlstimmen dann zurück und werden hier ein Minimum erreichen, also ein Minimum erreichen. Und dann beginnt der Wahlkampf für die nächste Wahl. Dann beginnen wieder die Versprechungen und die Wohlfühlstimmen steigen an. Und dann würde uns jetzt das Statistische Bundes- und Wahlamt immer diese Minima herausfiltern und immer die Minima vergleichen mit den vorherigen Minima und mit den Minima der anderen Bundesländer und so weiter. Und dann würden wir quasi von Minimum zu Minimum einen klaren Blick bringen, welche Partei wirklich das Wohlfühlen, die Gesundheitsdaten und die Langlebigkeitsdaten und die Wirtschaftswunderdaten eines Bundeslandes, einer Kommune verbessert und welche eher Schaden zufügen. Und schon kriegen wir eigentlich eine ideale Politik. Ja, wir kriegen die bestmögliche Politik. Die Politik wird die besten Berater aus aller Welt engagieren, um dann die besten Wohlfühlstimmen unter ihrer Regierung zu erzeugen. Und dann werden nur solche Parteien werden in Zukunft noch wiedergewählt. Ja, und damit ist das Politik- und Demokratieproblem endgültig gelöst. Das ist quasi ja wie eine ständige Volksabstimmung, die eine gewaltige Wirkung auf die Politik entfalten würde. Ne? So. Ja, die Berichte gegen Lukaschenko von Weißrussland sind möglicherweise so negativ wegen seiner Unbotmäßigkeit bei Corona. Da spricht auch eine Sendung dafür, die also nochmal so gesagt hat, ja. Also, so, ja, der hat ja gesagt, Corona sei nur eine Massenpsychose des Restes der Welt, eine Psychose, ja. Aber wieder keine Zeugen für Massentote in Weißrussland. Ich habe ja heute schon genug über Weißrussland gesagt, ja. So, dann haben wir hier die nächste Seite. Ich habe gesehen, Caroline Matthi hat auch so eine immer Papierwirtschaft, um ihre Reden zu halten. Ja, dann schauen wir mal weiter. Aberglauben. Wir haben also die zwei gewaltigen Aberglauben der Menschheit. Einmal der Aberglaube, dass an die Gutheit von freiem Markt und Arbeitsteilung. Das haben wir tausendfach widerlegt. Und der zweite Aberglaube ist der Aberglaube von der Gleichheit, dass alle Kinder, die geboren werden, alle potenziell gleich sind und alle gleichermaßen Genies sind. Das sind die zwei gefährlichsten Aberglauben der Menschheit. Na? Ja. Ja, es gibt hier irgendwas auch.
Es gibt dann, war glaube ich, eine Sendung, dass man sozusagen durch Fleisch irgendwie sozusagen sehr gesund werden könne. Ja, das widerspricht ja sozusagen ja auch meiner praktischen Erfahrung, aber das ist ein interessanter Gedanke, so mit dieser ketonarmen Ernährung und so weiter, ja. Aber jetzt muss ich mal lesen, was das hier bitte schön heißen soll. Ja, kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Naja, kurzlebig. Ah ja, die Inuit. Ja, da wird behauptet, also jemand, der also eine ketogene Ernährung empfiehlt, das ist, heißt also irgendwie wenig Kohlenhydrate, was ja schon mal gut ist, ja. Und dann auch relativ viel Fleisch, wobei Fleisch dann wieder das Problem hätte, dass daraus auch der Körper wieder viel Zucker herstellen würde, was dann wieder negativ ist, zum Beispiel für Epilepsiekinder wieder negativ sei. Aber auf jeden Fall, die Inuit seien also nicht, angeblich nicht durch Fleisch und Fisch so kurzlebig, wie sie sie heute sind, sondern durch die westliche Nahrung, die sich auch in ihren Speiseplan reingedrängt hat und dann dadurch die Kurzlebigkeit erzeugt haben soll. Schluckwasser. Ja, das ist ein interessanter Gedanke, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich jetzt anfangen werde, Fleisch zu essen deswegen, aber immerhin interessanter Gedanke, ketogene Diät, auf jeden Fall Kohlenhydrate reduzieren ist bestimmt sehr gut, also Gemüse, Obst, Wildkräuter, Pilze, Nüsse und so weiter. Ja, und so wenig wie möglich, ich esse ja auch so wenig wie möglich Haferflocken und eben auch nicht so viel Hülsenfrüchte, immer nur kleine Dosen Hülsenfrüchte, also Linsen und Erbsen und zur Not Kichererbsen. Aber wie gesagt, jetzt bin ich ja im Saftfasten, jetzt gibt es also nur Flüssiges, wenn überhaupt. Ne? Ich muss noch ein paar Kilochen verlieren. Ja, und dann eben die zwei Dinge, die auch überall total missachtet werden, ist immer die Frage, ich habe wieder gestern zwei Indianerwestern geschaut, wann sind wir in der Lage, was schützt uns davor, in die Lage zu kommen, dass wir genauso abgeschlachtet werden, wie wir selbst die Indianer und Indios abgeschlachtet haben? Also man muss in einer Welt der verrückten freien Marktwirtschaften, die ständig kriegslüstern sind, müssen wir uns schützen, damit es uns nicht geht wie den Indianern. Das wird oft nicht beachtet in vielen Argumentationsketten. Dabei muss man damit beginnen, sozusagen. Erstens, wie können wir uns stabil schützen? Und das Zweite ist, was ständig ignoriert ist, wie vermeiden wir einen Abstieg in der Weltrangliste der erfolgreichen Staaten dieser Erde? Ne? Auch das wird völlig ignoriert. Da werden Konzepte vorgeschlagen, die uns sozusagen relativ schnell zu den ärmsten Ländern der Erde dazu gesellen würden, nicht mehr vorhandenen Defensivfähigkeit, sodass es uns gehen könnte wie dem Irak mit Saddam Hussein oder Libyen mit Gaddafi, wo alle abgeschlachtet wurden und getötet wurden und so weiter. Ja? Also das ist also einer der großen Denkfehler. Ja, und dann haben wir ja sozusagen, müssen wir uns nochmal klar sein. So sinnvoll der Vorschlag von Professor Sinn ist, eines weltweiten Emissionshandels, eines Clubs der Willigen sozusagen,
Müssen wir uns aber klar sein, solch ein weltweiter Emissionshandel würde nur eines von tausend Problemen der weltweiten Marktwirtschaften lösen. Nur die Next Scientists for Future-Lösungen würden alles auf einmal lösen. Wer Reformen will, wer also die Reform, und dann würden die Next Scientists for Future so vorgehen, wer die Reformen, wer die 20 Reformen der Next Scientists for Future will, muss dem Club der Willigen beitreten und gleichzeitig genauso viele Prozentsätze das Wirtschaftswunder im Lande aufbringen für die Klimaneutralität, wie das das erste Land, das die Next Scientists for Future.de reformieren wollen, sozusagen, dann getan hat, sozusagen. Und dadurch kriegen wir dann wirklich, dass wirklich weltweit dann der CO2-Ausstoß runtergeht, anstatt dass er, wie Professor Sinn fürchtet, durch die Forderungen der Scientists for Future, die Scientists for Future und Fridays for Future haben ja sehr ähnliche Forderungen. Und diese Forderungen würden ja nach den Berechnungen von Professor Sinn den weltweiten CO2-Stoß eher paradoxerweise anheben und vergrößern, als ihn zu reduzieren. Ne? Und das, von daher. Nur die Next Scientists for Future können das Problem lösen. Ne? Ja, und das ist ja eben auch nur ein Sonderangebot an Fridays for Future. Wenn die das wirklich am Ende nicht annehmen, dann können wir die Probleme dann auch richtig sinnvoll lösen und brauchen gar nicht auf Fridays for Future Rücksicht zu nehmen. Ne? Ja, aber wie gesagt, für eine große weltweite Pressekonferenz mit Greta und Luisa und so weiter sind die Next Scientists for Future.de bereit, als Gegenleistung sozusagen den Fridays for Future da entgegenzukommen. Und das ist eben auch deren einzige Chance. Ja, und dann zum Thema NGOs und ähnliche. Ja, ich fürchte, wo wir gerade bei Fridays for Future waren, dass leider es so ist, dass all diese Gruppierungen eigentlich im Prinzip daraus bestehen, dass irgendwie die Leute, die überhaupt keinen Bezug zur Realität haben, keine Bildung haben, kein Wissen haben, dass die sich in solchen Splittergruppen zusammenschließen und dort irgendwelche wirren Konzepte haben und auch überhaupt kein Interesse haben, irgendwie sozusagen wirklich zu lernen, wie solche Probleme wirklich lösbar sind. Also ich glaube, wir können das alles in einen großen Sack tun und vergessen. Einfach wahrscheinlich müssen wir einfach all diese kleinen Splittergruppen, ja, da gibt es, und darunter gibt es natürlich auch die geschäftstüchtigen Spendensammler, die also nur deswegen existieren und weiter existieren, weil sie daraus ein Spendengeschäft gemacht haben und so weiter. Ja, also das. Ja, das sind lauter ungebildete Menschen, die glauben, sie würden irgendetwas von der Welt verstehen. Ja, und wir sollten darauf keine Zeit mehr vergeuden, alle in einen großen Sack hineintun und abhaken als völlig wertlose, bedeutungslose Randerscheinungen von unrealistischen Krüppchen und Splittergrüppchen. Ja. Ja, Lukaschenko wiederum in Weißrussland sagt, ja, es sei doch gut möglich, dass die Proteste vom Ausland gesteuert sind. Ja, das ist natürlich denkbar, denn gerade wegen seiner Unbotmäßigkeit bezüglich Corona ist das natürlich nicht auszuschließen. Ja, so viel zu den Kurzmeldungen, dann haben wir die Tagesthemen für heute.
Ja, die Tagesthemen. Also, ich habe schon gesagt, also liebe Leute, also Bodo Schiffmann, ACU, der große Fehler bei all diesen Sachen ist, dass sie sich auch gar nicht mit der Frage beschäftigen, immer noch nicht die Next Scientist for Future eingeladen haben, sich nicht mit der Frage beschäftigen, was ist denn die tiefere Ursache für Corona, für die Schweinegrippe und wie verändern wir unsere Gesellschaft so, dass es nie wieder dazu kommen kann. Ja? Und ich habe ja eben schon die Irrwege von Fridays for Future geschildert, die sogar dazu führen könnten, wenn sie umgesetzt würden, dass sogar der CO2-Ausstoß weltweit in die Höhe geht, ja? Weil die Ölstaaten Angst bekommen, dass ihr Geschäft irgendwann enden könnte und sie dann mehr und zu billigeren Preisen auf den Weltmarkt pumpen, damit sie möglichst viel noch verkaufen können. Und das wird dann auch alles verbrannt und dann steigt der CO2-Ausstoß drastisch an. Gerade wenn aus Deutschland das Signal käme, wir kaufen kein Öl und kein Gas und so weiter mehr. Ne? Und das führt dann zu Panikverkäufen sozusagen der ölproduzierenden Länder. Ne? Ja, Markus Krall ist der Fan des freien Marktes. Die Gemeinwohlökonomie kritisiert den freien Markt viel zu wenig. Die meisten Probleme von freiem Markt und Arbeitsteilung wären nicht gelöst. Die Gemeinwohlökonomie würde uns eben der Indianergefahr auslösen, dass wir also irgendwann militärisch schutzlos sind. Christian Felber will Deutschland konkret sogar entwaffnen, er will die Waffenexporte stoppen und so weiter. Also das heißt, da werden wir der Indianergefahr ausgesetzt, dass wir so abgeschlachtet werden, wie wir die Indianer und Indios abgeschlachtet haben. Und alles, was wirklich schädlich ist an der Wirtschaft, korrigiert die Gemeinwohlökonomie nicht. Also ist sie eben auch ein gewaltiger Irrweg. Und zum Schluss ganz kurz eben nochmal wieder, was in fast allen anderen Sendungen zur Genüge drin ist. Wieder nochmal kurz, ganz kurz. Warum ist der freie Markt, die freie Arbeitsteilung so gefährlich? Stellen wir uns ein staatliches Gesundheitssystem vor. Hier haben wir den ersten Früharzt im staatlichen Gesundheitssystem und der sagt, ja, ich muss jetzt auf zwei Dinge aufpassen, dass ich nicht anfange, in den Schlendrian zu bekommen, denn ich bekomme ja mein Geld sowieso. Und außerdem muss ich aufpassen, dass ich nicht anfange, die Leute falsch zu behandeln und Interesse an der Krankheit der Leute zu entwickeln, denn ich kann ja Vorgesetzter werden, ich kann ja Chefarzt werden und viele Leute, neue Mitarbeiter bekommen vom Staat sozusagen dann, wenn ich so schlecht behandle, dass die Leute immer kränker werden. Also darf ich das nicht tun, sondern liebe Leute, ich muss euch raten, dass ihr euch nur naturbelassen ernährt, naturbelassen lebt und so weiter, starke Immunsysteme erzeugt und mich dann idealerweise gar nicht braucht. Aber irgendwann kommt durch das Naturgesetz von Mutation und Selektion in diesem staatlichen Gesundheitssystem der erste Früharzt, der sich irrt und der sagt dann so, nein, ihr könnt ruhig die denaturierte, moderne Ernährung essen, die ist genauso gesund wie alles andere. Nein, und der fällt dem Schlendrian einheim, macht wenig und wenn er was macht, sagt er, ja, wir müssen ja, weil die Leute werden sich ja dann krank ernähren, werden ganz häufig krank. Dann sagt er, nein, allein werde ich gar nicht Herr. Es muss ja so viel operiert und behandelt werden und so weiter. Und so viel Impfungen und Tests müssen wir machen. Da brauche ich neues Personal. Bitte, lieber Staat, finanziere mir neues Personal. Dann wird er Chefarzt und Vorgesetzter, fällt die Karriereleiter hinauf, wird immer besser bezahlt und dann kann er hier zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel ernähren und wird der Vorfahre von Drosten, Wieler und Lauterbach. Das heißt, hiermit ist noch einmal zum millionsten Mal bewiesen, dass freier Markt und freie Arbeitsteilung auch in staatlichen Behörden
grundsätzlich zur Schädigung der Bevölkerung automatisch und zwangsläufig führen müssen. Ja, das war's mal wieder mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute. Wieder alle Leute, die alles, die außer Beleidigung noch was anderes können, auch diskutieren können, herzlich eingeladen in unsere Talkshow Demokratie pur. Und das war's mit dieser Sondersendung, Eilmeldung, wissenschaftliche Tagesschau heute, News für Gebildete, anlässlich der ersten Großsendung über weißrussische Verhältnisse und darüber, dass weder in Weißrussland und in Schweden die von unserem Mainstream befürchteten 120.000 Corona-Toten vorliegen, sondern in Schweden 5.700 statt 120.000 und in Weißrussland 60 Corona-Tote statt 120.000, die von uns befürchtet werden. Also für mich das Ergebnis erst einmal, vorläufiges Ergebnis, wie immer vorläufig. Wir leben in einer gewaltigen Gefährlichkeitsüberschätzung des Mainstreams unserer Medizin. Denn warum neigt unsere Medizin zur Gefährlichkeitsüberschätzung? Weil man einfach viel mehr Behandlungen verkaufen kann, wenn man selber glaubt, dass alles gefährlich sei und man sofort handeln müsse, sofort operieren müsse und so fort und so weiter. Ja? Und in der Evolution haben sich eben die Ärzte durchgesetzt und ausgebreitet und mehr Nachkommen hinterlassen, die selber alles für total gefährlich halten und deswegen immer so zu sofortiger, geldbringender Behandlung neigen. Und das ist der tiefe Grund, warum westliche Pharma- und Medisysteme zwangsläufig immer zu einer drastischen Gefährlichkeitsüberschätzung tendieren. Also brauchen wir die Wohlfühlstimmen, die Gesundheitsdaten, die Langlebigkeitsdaten, um eben die Verdienstzuschläge für unsere Ärzte zukünftig zu berechnen, sodass die dann nur noch an Wahrheit sich orientieren und nicht mehr an Gefährlichkeitsüberschätzung. Und damit wäre das Problem ein für alle Mal gelöst. Ja, tschüssi, bis bald.